Also das Musical Hair ist seit den 60ern in seiner Popularität ungeschlagen, weil diese Musik unfassbar gut ist. Der Komponist hat es geschafft, mit dem ersten und dem letzten Lied Evergreens zu schaffen. Auf die freut sich der Musicalgänger. Das heißt, er wartet das ganze Stück über auf Let the Sunshine und das bekommt er dann ja zum Schluss auch. Also wenn ich die Musik von Hair mit einem Begriff beschreiben müsste, dann würde ich das Wort berührend nehmen. Ich finde es eine sehr emotionale Musik und es ist unglaublich, wie viele Themen innerhalb eines Stücks behandelt werden. Sei es das Thema Krieg, sei es das Thema High sein, sei es das Thema Liebe, Glück. Vergleichbare Protestbewegung heute. Vielleicht gibt es heutzutage nicht mehr so eine klare Strömung, wie wir sie in den 60er Jahren hatten, aber es gibt viele Organisationen, die aus dieser Zeit entstanden sind, wie zum Beispiel Amnesty International, Greenpeace, die Kanäle sind, um sozusagen für Dinge einzutreten, ob es für die Würde des Menschen ist oder für den Klimaschutz. Also unsere Proben waren unglaublich intensiv, also energiegeladen. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung von Anfang bis Ende, sehr konzentriert meistens. Also hauptsächlich ist klar, mal zwischendurch spannt man nochmal ab, aber eigentlich war es sehr, sehr konzentriert. Ja, mal sehen, wie es wird jetzt.